Ich habe mich für ein Biologiestudium entschieden, weil mich die Artenvielfalt von Tier- und Pflanzenwelt schon immer interessiert hat. Ich finde, wir müssen alle was dafür tun, dass diese Artenvielfalt erhalten bleibt. Karlsruhe liegt in einer wunderschönen Weingegend. Da bekommt man unweigerlich mit, wie viel Arbeit in so einer einzelnen Flasche Wein stecken kann. Der Mensch benutzt Unmengen an Fungiziden, um die Weinrebe vor ihren Pathogenen zu schützen. Das ist jetzt nicht so gut für die Umwelt, daher würde ich gerne herausfinden, wie man diesen negativen Einfluss des Menschen auf die Umwelt reduzieren kann. In der Schule war ich schon daran interessiert, mehr über die Fähigkeiten der Bakterien zu lernen und wie sie damit das Leben auf der Erde prägen. In meiner Bachelorarbeit beschäftige ich mich mit Bakterien, die Bioplastik produzieren. Dafür nutzen sie unter anderem das in Rauchgas enthaltene CO2. Das von den Bakterien produzierte Bioplastik ist komplett biologisch abbaubar. Somit leistet die Mikrobiologie einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit und zur CO2-Reduktion. Das KIT bietet eine breite Grundlagenausbildung in den Fächern Zoologie, Botanik und Mikrobiologie. Später ist es auch noch möglich, sich weiter zu spezialisieren. Ich habe mich für die angewandte Biologie entschieden. Dort war es möglich, schon im Bachelorstudiengang durch Exkursionen zu Biotech-Unternehmen einen Einblick in mein späteres Arbeitsumfeld zu bekommen. Ich mache meine Promotion in der Botanik. Ich beschäftige mich mit einem Pilz, der sich jetzt infolge des Klimawandels ausbreitet und anfängt, unsere lokalen Weinreben zu befallen. Ziel meiner Arbeit ist es, die Interaktion der Weinrebe mit ihrem Pilz zu verstehen. So lässt sich gegebenenfalls ein Fungizid entwickeln, das in sehr geringen Konzentrationen sehr wirksam ist. Das wäre umweltschonend und ist somit die Zukunft des Weinbaus. Zu meinem Projekt habe ich schon während meines Masterstudiums gefunden. Dieses konnte ich mir sehr individuell aus einzelnen Modulen nach meinen Interessen zusammenstellen. Unter anderem waren dort kleine Forschungsprojekte dabei, die ich mit Doktoranden zusammen betreut habe. In meiner Masterarbeit forsche ich am Zebrafisch, der die Eigenschaft hat, Teile von sich vollständig zu regenerieren. Diese Eigenschaft ist natürlich sehr relevant für die Erforschung menschlicher Erbkrankheiten, Herzkrankheiten oder in der Krebsforschung. Am Campus Nord habe ich die Möglichkeit, Fischlarven unter einem Konfokalmikroskop zu untersuchen und auch hier in der Arbeitsgruppe gibt es immer Unterstützung. Im Bachelorstudium haben wir immer in kleinen Gruppen zusammengearbeitet, zum Beispiel in Praktika, wo wir Aufgaben zusammen lösen mussten und die Dozenten waren immer da, um Fragen zu beantworten. Viele meiner guten Freunde habe ich während meines Studiums in Karlsruhe kennengelernt, unter anderem beim Hochschulsport, beim Unifest oder bei Hochschulgruppen. In und um Karlsruhe ist alles gut erreichbar, zum Beispiel das Karlsruher Schloss mit dem Badischen Landesmuseum, der Botanische Garten mitten in der Stadt oder der Schwarzwald in der Nähe. Ich bin jetzt seit 6 Jahren in Karlsruhe und mittlerweile ist Karlsruhe zu meiner Heimat geworden. Bei deinem Biologiestudium am KIT bekommst du also eine breite Grundlagenausbildung, ein individualisiertes Aufbaustudium, persönliche Betreuung und eine coole Studentenstadt. Ich gehe jetzt ins Labor. Und was machst du?